Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Muss mal gucken, wie wir den hier rauskriegen. So, ja. Und wie ihr in der Videobeschreibung, Betitelung gelesen habt. Ist der große. Der A900 von Amaray. Staubsaugerroboter. So. Das ist er. Level on Support. In Berlin ist der Support. Steht hier. Ah, das ist ein Aufkleber. Also wird wahrscheinlich eine Verpackung für alle sein. Und dann kommt halt für die jeweilige Land ein Aufkleber ruf. Alexa-kompatibel, Google Assistance-kompatibel. Jetzt geht Alexa auch gleich an. Alexa kann ich jetzt so direkt noch nicht testen. Da kommt dann erst später nochmal ein Testvideo mit Alexa, wenn ich den neuen Fire TV Cube habe, weil der kann Englisch. Also die Software auf Deutsch ist, sagen wir mal so. So, jetzt wollen wir ihn aber auspacken. Ich muss mal mein Unboxing-Messer holen. Kann man das irgendwie abmachen oder muss man durchschneiden, wa? Muss man durchschneiden. Aufpassen. Oh Gott. Nicht für dicke Hände. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie war den hier? Ah, das geht ganz easy. Gut. Cool. Also das geht einfacher, als ich gedacht habe. Ich richte euch mal nach unten. So, dann haben wir hier auch eine schöne Pappe oben drüber mit dem Logo. Finde ich sehr gut. Gehen wir mal hier hin. So, dann räumen wir den mal ein Stück beiseite. Damit wir uns erstmal alles angucken können, was mit bei ist. Ah, hier kann man sich registrieren. Auf der Amaray-Seite. Kostenlos und kriegt dadurch eine Garantieverlängerung. Innerhalb von 90 Tagen, 15 Monate. Oder so. Ne? Cool. Das ist mit bei. Ich mach das mal nach oben. Dann haben wir hier noch. Ah, hier kann man. Ist das die Basis oder? Gewinnen Sie das kostenlose Replacement Kit. Ehrliche Kunden, wie sieht aus? Ah, hier kann man auch noch ein Replacement Set gewinnen. Das ist also nochmal Bürsten hier unten. Oder so eine Ladestation, aber wo da der Unterschied ist zu meiner Ladestation, oder ist das denn überhaupt die? Das muss ich mir dann nachher mal in Ruhe angucken. So, dann haben wir hier noch eine Anleitung für die Ladekarte, für die Ladestation, in Englisch leider. Was haben wir denn mit bei? So, oh, wir haben eine Fernbedienung mit bei. Sieht ein bisschen aus wie eine Fire TV Fernbedienung, vielleicht ein bisschen schmaler. So, die haben wir mit bei. Oh, und Batterien. Was ja nicht selbstverständlich ist leider heutzutage, dass das mit bei ist. Dann haben wir. Achso, das muss man erst später rausholen. Dann haben wir den Stromkabel. Ein extra Filter. Oder die müssen wir einbauen. Entweder ist er extra oder wir müssen einbauen. Das werden wir gleich wissen. Ach, hier denn so ein Magnetband. Der ist so ein bisschen schwer.
Also bei dem ist es leider so, und nochmal Aufkleber, dass wir hier noch mit Magnetband arbeiten müssen, bei den Räumen, wo er nicht hin darf. Das weiß ich noch nicht, ob ich das so überhaupt benutzen werde. Weil die Stufen sind sowieso bei den Räumen, wo er nicht hin darf, so hoch, dass er da eigentlich nicht rüberkommen könnte. Eigentlich. Vielleicht schafft er das ja doch. So, dann haben wir noch eine Anleitung. Die packe ich mal aus. Die ist extra verpackt. Also sind es, weil es zwei Sachen sind. Hätte man sich vielleicht doch noch sparen können. Das ist hier in Englisch. Das ist über die App. Das ist über die App. Das ist in Englisch. Und dann haben wir hier noch User Manual. Ah, in Deutsch. Seite 19 fängt es an in Deutsch. Oh wei. Oh Gott sei Dank. Oh, jetzt habe ich mir schon Sorgen gemacht. Weil beim ersten hier vorne alles so klein geschrieben ist. Da habe ich selbst mit Brille Probleme. Aber nein, das ist groß. Alles groß beschrieben. Mit Bildern. Gut. Also er erkennt wohl Abgänger automatisch an. Also Abgründe. Und fällt halt nicht die Treppe runter. Ah, und an der Unterseite haben wir einen Einschaltknopf. Aber ich habe oben auch einen hier drauf. Werden wir sehen. Ah, hier ist das für die App. Aber die werde ich garantiert auch so finden. Bei dem werde ich sicherheitshalber ab und zu mal in die Anleitung gucken. Oh, da ist noch mehr drin. Dann haben wir den Roboter an sich. Oh, was ist denn hier noch alles? Dann haben wir hier noch eine. Sieht aus wie so ein Rasierpinsel. Also sieht aus wie eine größere Version. Wie von dem Pinsel, was ich beim Rasierer immer mit bei habe. Was für die Klingen zum Saubermachen ist. Ich denke mal, der ist jetzt. Ah, hier unten ist dann auch sowas. Für die Bürsten zum Saubermachen. Weil wir haben hier auch extra Bürsten drin. Ja, dass man die dann halt so durchkämmen kann. Und dann kann man die halt sauber machen. Das ist mit bei. Und dann haben wir zweimal mit bei. Die müssen wir ja noch anbauen. Und dann haben wir hier noch zweimal mit bei. Na, komm her. Und hier noch zweimal. So eine Bürste. Also Bürsten. Also das finde ich gut. Also wenn das Ersatz mit bei ist, wird der Filter auch als Ersatzfilter mit bei sein, denke ich mal. So, dann haben wir. Das ist leer. Ich muss den hier erstmal wegräumen. Und dann haben wir die Ladestation. So, den Roboter packen wir mal beiseite. Ah, hier steht es auch extra nochmal drauf. Dass der Roboter einen Powerknopf am Boden hat. So, dann werden wir den auch mal auspacken. Die Hardware gucken wir uns nachher ganz genau an. Aber das werden wir wenigstens nochmal auspacken. So. Und diese blaue Döns hier wegmachen. Seht ihr das? Ich mir ist auch gerade was aufgefallen, aber okay. So, das machen wir dann alles im Hardware-Video. Oh, das löst sich ja gar nicht richtig ab hier. Mal streifen. Oh, scheiße, habe ich die Hälfte noch dran. Macht das ganz vorsichtig ab, also nicht einfach so abreißen. Wirklich langsam ziehen. Weil ich kenne den Klebstoff aus China. Sonst habt ihr da Reste drauf. Ja. So, ich habe es abgekriegt, ohne das, was ist. Das ist sehr gut. Ich klebe das mal hier drauf. So. Und dann haben wir hier noch einen Daumen. Den Daumen habe ich nicht ganz abgekriegt. So. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig.
Ganz vorsichtig. So, machen wir hier noch einen Daumen. So, aber das hier vorne habe ich. Unten habe ich. Ach so, hier ist der. Nochmal ein Daumen. So. Nochmal so ein Finger, der zeigt. So, und dann haben wir hier halt auch noch Styropor drin. Achso, das ist der Bumper, da habe ich schon gelesen. Filter müssen wir dann gleich mal gucken. Das machen wir gleich im Hardware-Video. Aber wir packen jetzt halt, wie gesagt, hier erstmal komplett aus, damit wir sehen, was hier alles drin ist. Ich bin mir gespannt, wie gut er seine Arbeit machen wird. Ah, hier haben wir die Ladestation. Also auf den Bildern sah die anders aus. Da war auch hier oben mehr Platz. Da konnte man die Fernbedienung komplett reinmachen. Jetzt fällt sie raus. Okay. Da muss ich mir die Bilder gleich nochmal angucken. Also auf den Bildern bei Amazon, da war das so, dass man das reinmachen konnte. Naja, geht trotzdem noch, aber halt nur leiten. Naja. So, dann haben wir die Fernbedienung. Dann machen wir auch gleich mal die Batterien schon mal rein. Dass für das Hardware-Video gleich alles fertig ist, dass wir uns die Hardware da angucken können. So, ach so. Vielleicht ist ohne Folie ja ein bisschen besser. Naja, nicht wirklich. Also nach vorne geht's. Da fällt dann nicht, fällt die Fernbedienung nicht wirklich raus, aber wenn man sie so nach hinten macht, durch den Keil, also das finde ich jetzt eher, also wenn man so rum macht, so dass die Knöpfe nicht nach vorne sind, dann geht's. Aber naja, vielleicht ist das auch für was anderes gedacht. Also, aber auf, nee, auf den Bildern bei Amazon, da war die Fernbedienung so drin, aber egal. So, Magnetband braucht man nicht auspacken. Das brauchen wir nicht. Staubsaugerfilter brauchen wir auch nicht. Den Stromkabel packen wir noch aus. Ich muss noch mal gucken. Naja, wird ein bisschen knapp. Wir haben zwar hier so eine Lücke. Ich hätte mir da gewünscht, dass da vielleicht, sieht man das? Dass da vielleicht was ist, dass man den langen Kabel, weil die Steckdose ist nicht weit weg, dass man das da irgendwie rumwickeln kann oder so. Damit dann, na mal gucken, wie es aussieht, wenn es da drin ist. Vielleicht ist es ja nicht mal so schlimm. So, dann machen wir hier mal die Einzelteile hier hin. So, ja, dann würde ich sagen, dann wartet für das Unboxing. Gleich machen wir das Hardware-Video. Da gucken wir uns die Hardware ganz genau an. Wir gucken uns den Roboter ganz genau an. Wir werden gucken, wir werden auch versuchen zu starten. Und die App werden wir uns runterladen. Da muss ich mein Handy gleich mal holen. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Hardware-Video. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, Hardware mache ich jetzt. Dann mache ich noch ein Video, das erste Mal benutzen. Und dann benutze ich den jetzt eine Weile. Und dann kommt, wie gesagt, erst die Review bzw. Hardware-Check, wenn ich da ein bisschen mehr dazu sagen kann, weil der ist jetzt erst gekommen. Ja, wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.